Babylon Berlin steht für diese Zeit der 20er Jahre und diese Tanz auf dem Vulkan-Mentalität. Es geht immer um persönliche Dinge und eigentlich fast immer um Liebe. Das Tolle an dieser Serie ist ja, dass es so vielfältige Dinge erzählt werden, dass wir in so viele Welten hineinschauen. Und die Kombination natürlich aus dieser politisch hochbrisanten Zeit mit diesen Kriminalfällen. Es brodelt und am Horizont dreut es halt schon. Es wird immer toll, wenn die Musik mit ins Spiel kommt, dann wird diese Serie, dann blüht die halt auf. Atmen Sie ganz ruhig ein und auch aus. Versuchen Sie nicht, Ihre Gedanken zu ordnen. Lassen Sie sie einfach los und atmen Sie ganz tief ein und aus. Ich führe dich jetzt zurück zu der Quelle. Ich werde dich leiten, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Thank you.
Bühne ist für mich ein Safe Space. Da kann mich keiner mehr runterholen, wenn ich da drauf stehe. Ist einfach so. Ich hatte ganz lange mega Bühnenangst. Ich hatte richtig Lampenfieber. Ich musste mich vorne überbeugen, schwer atmen. Ich habe früher einen Cognac vorher getrunken und lauter so Zeugs. Das ist irgendwann eine Entscheidung gewesen, zu sagen, naja, wenn du so doll Angst hast, dann geh doch nicht hin. Oder dann lauf doch weg, dann mach das doch. Und dann habe ich gemerkt, nee, weil das wirklich ist eigentlich mein Raum. Und dann habe ich angefangen, das zu genießen und habe angefangen, den MusikerInnen zuzuhören oder auch meine Stimme zu genießen, damit zu spielen. Ich liebe Publikum und ich liebe Live-Spielen. Das hat ein bisschen gedauert. Jetzt ist es da. Zusammen.
Musik ist einfach was so Schönes und Verbindendes und Tolles. Kommen halt Menschen aus aller Welt zusammen, das ist toll. The amount of musicians on stage is around 50. We are called the Baltic Sea Philharmonic. We are a band, essentially, that plays orchestral instruments rather than an orchestra. Da ist ein festes Ensemble, großartig. Ich habe die ja bei den Proben jetzt erlebt. Die spielen alle ohne Noten. Das ist wirklich phänomenal. In der großen Ordnung wirklich habe ich das so noch nie erlebt. I was happy with the rehearsals in the last 2 days and I'm realizing actually this can be great. We have to get the audience up on this one. You can't create actually incredible performances from perfection. It doesn't work that way, you know? You need a kind of a tribe, you know, in order to hold up that belief in ourselves, you know? So basically what we're doing is showing that on stage and it spills over into the audience, you know? And those people also become part of our tribe. and that becomes the Babylon Berlin tribe. Dein Reisen führt dein widrig Selbst, dann muss ich leidvoll doch mit Sinn die Frage stellen, die du stellst. Es hat so lange mir gedräuert, es hat so lange mir gedrängt, die Sehnsucht, die wir einst gewesen. Der Unwill hat sie nun verdrängt. Wir sind uns lang verloren gegangen. Wir sind uns fern geworden im Herz. Wir sind ein Schweif des gestrigen Zaubers. Und in der Seele brennt nichts als Schmerz. Das Gestern schmilzt. Das Morgen ist steiner, die Hoffnung geht dem Untergang hin. In keiner Welt
sind wir noch geborgen und einsam geh ich, wer weiß wohin. So reichlich Glück war uns beschieden, nun ist erloschen in der See. Dem langen Warten folgt das Weichen, es ist kalt im Herz, ich mach kein Hehl. Wir sind uns lang verloren gegangen, wir sind uns fern geworden im Herz. Wir sind ein Schweif des gestrigen Zaubers und in der Seele brennt nichts als Schmerz. Wir sind uns lang verloren gegangen, wir sind uns fern geworden im Herz. Wir sind ein Schweif des festigen Zaubers und in der Seele brennt nichts als people don't know what Babylon Berlin is like, I would say it is a way of life that is driven by music. Working with Tom Tykwer, I get to a orchestra session before he even starts filming. So we do the music in advance, basically.
Wenn alles in der Serie total detailverliebt und original 20er, 30er Jahre ist, dann ist es die Musik eben überhaupt gar nicht. Die ist komplett zeitgemäß. Und das ist eigentlich so die Grätsche in die Gegenwart. Sobald es in diese Clubs geht, ist es ja wirklich Tanzmusik auch von heute. Oder man möchte ja sofort irgendwie da mitfeiern. Und irgendwie das, wie sie das hingekriegt haben, ich weiß es nicht. Der Trick war, die Instrumentierung so zu nehmen, wie damals eine Band oder eine Big Band aufgestellt war, aber die Komposition viel moderner zu machen. Da wuchsen so ein bisschen die Epochen zusammen. Die Musik wirkt ja subkutan, ja psychoakustisch irgendwie auf so eine Art, dass eben der Verstand da ausgeschaltet ist und dass wir voll mitgehen. Wir hätten natürlich auch genauso gut sagen können, wir nehmen die Musik, zu denen die Leute damals tatsächlich getanzt haben. Ich bin verliebt in dich. Dann wäre aber etwas ganz anderes bei dem heutigen Zuschauer und der Zuschauerin entstanden, nämlich ein Gefühl von, ist ja putzig, was die damals toll fanden. Was wir aber natürlich wollen, ist ein Gefühl für die Zeit erzeugen, so dass der Zuschauer am Schluss sagt, zu der Party will ich auch. Da will ich hin.
Ich war allein in meinen Träumen, in meinem Kopf hab ich geküsst 1000 Mal. Heute sah ich dich vor meiner Türe stehen. Frag mich, bist etwa du zu mir? Ich kann's in deinen Augen sehen, nur ich kann diesen Blick verstehen. Du bist alles, was ich will, du bist alles. Komm und trag mich durch die Welt, komm und nimm mein ganzes Leben. Du bist alles, was ich will, du bist alles. Uns bleibt nicht lange, unsere Zeit verrinnt. Siehst du nicht, wie die Welt zerbricht? 1000 Mal. Mein Herz, es fühlt sich und zerfließt. Siehst du denn nicht, was du mir bist? Ich hab dich viel. So lange sind, ich hab dir das noch nie erwähnt. Du bist alles, was ich will, du bist alles. Dieser Stern vergüllt ihn nur. Unser Glück hängt jetzt am Morgen. Du bist alles, was ich will, du bist alles. Komm und trag mich durch die Welt. Komm und nimm mein ganzes Leben. Du bist alles, was ich will, du bist alles. Am Himmel scheint am Titicacasee, dann ist der Peruanerin ums rote Herz so weh. Sie steckt ein kleines Feuer an und weint ihr Bamboe und braucht aus ihren heißen Tränen dann den dunklen Bart. Es lockt ihr Voodoo-Tanz in die Prärie. Sie möchte
der böse alte Voodoo-Gott drückt ganz fest dein Auge zu. Ja, heut Nacht in Peru, da kennt man kein Tabu. Und ach, der böse alte Voodoo-Gott drückt beide Augen zu. Den großen, schönen Mann namens Daumenlängskapier. Sie zieht ihn in sein Zelt hinein, wo keine sie mehr stört. Denn die heiße Liebestanz am Feuer eskaliert. Dann hat es auch der dümmste Mann im Kreise längst kapiert. Im tiefen Andental, im Sternenglanz, am liebsten Greta, am liebsten Hans. Ja, des Nachts in Peru, da kennt man kein Tabu. Es reifen zuckersüße Früchte hier, was dir ein Herzen greifen zu. Fragt man dich, wo lebst du, zu deinem Teil dazu, dann steht die Wirte von Jakarta, du ganz zärtlich, I love you. Sieh dann die Kontur hoch am Himmel, erbst du das scheue Reh. Ich reite den Alpaka-Schimmel. Deine Lust und deine Sehnsucht nach, geselle dich dazu. Komm ins wilde Peru, tu deinem Teil dazu. Mein Voodoo-Zauber wird auch dich befreien im wonnigen Peru. Hier lacht die Freude, Glück und Sonnenschein im herrlichen Peru. Thank you.
That music brings in the excitement and the Zeitgeist of the time, of exuberance and dancing and freedom. Kulturell gesehen war da einfach wahnsinnig viel im Umbruch. Also die Leute haben neue Sachen ausprobiert, es kam neue Musik auf, es gab diese ganzen jüdischen Künstler, die alle fehlen in diesem Land. Oder die Frauen, die sich die Haare abschnitten, die Queer-Community, die aufbrach. Und es war alles im Aufbruch und alles war so, wow. Gib deiner Lust und deiner Sehnsucht nach. Dieser Rausch dieser Zeit, das ist ja für uns interessant und das wird, glaube ich, sehr deutlich erzählt. Aber zum anderen ist es eben auch die kritische politische Situation, die Armut, die es ja auch gab. Ja, das ergibt diese Mischung aus Rausch und Absturz. Ein Tag wie Gold, in den Adern 100.000 Volt. Ein Tag wie Gold ist eigentlich, ja, lass uns heute feiern. Wer weiß, was morgen ist, ist so ein bisschen so der Tanz auf dem Vulkan. Und dann in der Mitte wird es halt mal ganz ruhig und dann pass auf. Pass auf, weil man sehr leicht vergisst, nichts bleibt, wie es ist. 31. Dezember 1930, der Silvestertag. Und eigentlich sind die Leute froh, dass diese furchtbaren 20er Jahre vorbei sind. Die Zeit der Massenarbeitslosigkeit, der Inflation. Und es ist so verbunden mit der Hoffnung auf das neue Jahrzehnt, auf eine bessere Zeit. Und nur wir als Nachgeborene wissen, dass die bessere Zeit in der nächsten Katastrophe endet. Während den Anfängen hat mal ein kluger Mann gesagt, und das ist eine Mahnung an uns alle, die Geschichte nicht auf gleiche Weise zu wiederholen, sondern zukunftsfähiger zu sein und moderner, menschlicher, ein bisschen inklusiver zu werden. Zwei zurück, dann nach vorn. Jetzt oder nie, wir sind zum Tanzen geboren. Alles bebt, alles lebt, hat kein. Kann es sein, dass wir verrückt sind? Ein Tag wie Gold, ihr habt doch alles, was ihr wollt. Eine Nacht wie Sand und Seide. Lieben ist es nur ein Traum, schön wär's, ich glaube kaum, dass es wahr ist. Pass auf, weil man sehr leicht vergisst, nichts bleibt, wie es ist. Nach Wien. Wir winken euch zu, alles kommt nach Berlin. Alles schrill, jeder will, allen war immer klar, dass wir verrückt sind. Ein Tag wie Gold, was übrig bleibt, das wird verzollt. Ein Schimmern, denn was kümmern mich Bilanzen? Lass uns tanzen.
come true. Maybe this is the night I saw always you, a dream with you by my side. I know it's never too late, so why should we wait? It can be anywhere, as long as we do share our love when the time is right. Maybe this is the night.
Bewegung ist halt für Charlotte total wichtig. Also die bewegt sich ja die ganze Zeit, die ist ja eigentlich nie still. Und insofern ist Tanz auch ein Moment, wo sie eben auch mal loslassen kann. Diese Tanzszenen zu drehen und auch sie vorzubereiten, ist einerseits wahnsinnig schön, andererseits auch sehr anstrengend und fordernd, weil ich natürlich die ganze Zeit Energie rausschicke. Wenn man dann ans Set kommt und auch die Szenen mit einflechtet, dann geht es halt wieder darum, dass das authentisch wirkt, dass es sozusagen nicht so performativ ist, als ob ich irgendwie tanze und dann so damit aufhöre und dann wieder spreche, sondern dass die Übergänge stimmen, also dass ich auch rede, während ich tanze. Und im Tanzen wird es natürlich wahnsinnig körperlich und das hat ultra viel Spaß gemacht. Kleine Erfrischung gefällig. Was ist denn das hier? Aber schon, Ammoniak. Wirklich? Geh, Mensch, Mädchen, Brausepulver. Her damit. Also Tanzen macht ja dann Spaß, wenn du nicht mehr übers Tanzen nachdenkst, über die Schritte nachdenkst. Und ich hoffe immer noch, dass sich dieser Zustand irgendwann bei mir einstellt. Außer wenn ich alleine tanze. Aber hier war es natürlich üben, 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 Tanzstunden und stolpern. Schauen Sie sich das Trauerspiel an, Wegner. People were dancing until they could no longer walk, I guess. Thank you.
Hyperion bereit für die nächste Sitzung?